Ein Schlag tot, Alter. Ja, Bro. Was ist denn los? Härtester Boss ever, Mann. Schwör. Ja, Schmorf. Alles okay bei dir? Ja! Nice. Das muss man sich mal geben, Mann. Uns seit uns. Wow. Auf gleiche Art und Weise besiegt. Ich bin so ein Stück Scheiße, ne? Jetzt sind wir die Finsterschwertbrüder. Finsterschwertbrüder. Nein, lass mich los. Lass mich los. Und damit wünsche ich mal wieder einen schönen Abend. Mein Name ist der Granny und ich begleite euch durch diese wunderschöne Show namens German CAW Wrestling. Ihr seid wieder herzlich eingeladen, hier diese Matchcard mit mir einmal durchzugehen. Und ja, wir machen natürlich da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und wusch, hier bin ich. Hi. Ah, da ist auch schon der Taker-Fan. Sei gegrüßt. Und wir gehen jetzt unser wunderschönes Programm durch. Ey, Mr. Bombig ist auch da. Ja, wunderbar. Ist ja die Stammbelegschaft wieder mit dabei. macht euch warm. Nochmal schön strecken, ne? Gleich sind die Athleten wieder da, um euch mit ihr Wrestling-Können zu beglücken. Und natürlich wird meine Stimme euch dabei begleiten. So. Falls ihr alte Folgen gucken wollt, ne, da oben, dort werden sie hochgeladen, denn beim Reboot Rumble, da wurde ja eine Feder fortgeführt, die ja schon eine Weile am Laufen ist. Hallo Pascal, schön, dass du da bist. Ja, Beretta, dieser Mann war beim Reboot Rumble auch dabei, hatte sein Match gegen Radek Rage, aber die Fehde wurde ja nicht ganz beendet. Hier soll sie weiter ausgetragen werden. Beide wollen sich hier gegenseitig beweisen, dass sie die Zukunft der GCW sind, doch nur einer kann es sein. Es ist dieser Beretta, wie er in seinem silbernen Glanz da auf der Ecke steht. Oder ist es die bunte Leinwand? Der Sohn von Jester Baker. Und da hört man die Musik. Da kommt er auch dazu. Wir kennen ihn. Wir haben ihn oft gesehen. Einer seiner Special Moves ist der High Ankle Boston Crab. Und mal sehen, ob wir diese Aktion heute sehen werden. Radek Rage. Natürlich, das Talent steckt in sein Gen. Aber auch die beste Waffe muss man halt auch benutzen können. Und das ist halt die Frage, kann Radek Rage sein Talent, seine DNA benutzen, um sich hier einen Vorteil zu erwresteln? Oh ja, genießen wir nochmal den Moment. Gleich geht es
mit dem ersten Match los. Und ja, wir haben wieder eine volle Matchcard, ne? Also, diese eine Show ist zwar nur eine Show für heute, aber sie wird uns schon einen ganzen Abend unterhalten. So, ich trinke gerade Coca-Cola Vanilla ohne Zucker. Das sage ich nur, damit ihr mich noch mehr hassen könnt, ne? weil ich habe so gemerkt, wenn du zuckerfreie Getränke trinkst, dann bist du gleich bei ganz vielen unten durch. Das mal so als Side Note. So, Rage ist bereit. Ein Bretter ist bereit. Und ich hoffe, ihr seid auch bereit. Handshake von Bretter. Ah, wird nicht angenommen. Und da kommt gleich die Strafe für Bretter. Schlägt hier ein Radic Rage. Und jetzt geht das Match offiziell los. Bretter nimmt sich hier gleich den Rage. Front Slam. Stomp. Also von der Erfahrung her ist ein Bretter, ein Radic Rage weit voraus. Aber bei Rage, da steckt halt so ein bisschen mehr Talent drin, würde ich mal sagen. Also, es steckt da einfach in der Familie. Oh, ich merke, Taker-Fan, du hast Geschmack. Und auch wieder möchte ich betonen, ihr könnt gerne schreiben, wenn was mit dem Ton nicht in Ordnung ist. Wir haben jetzt hier wieder die andere Plattform am Laufen. Wir sind nicht am PC, wir sind auf der PS5. Und wir sehen einen schönen German Suplex hier von Radic Rage. Er rennt ins Seil für einen Complete Shirt. Aufs zweite Seil, was wir uns einen Rage denn da zeigen, gar nichts. Bretter steht schnell auf, Spinebuster. Oh, was sehen wir da? Okay, simpel. Bretter will hier noch nicht das Tempo hochfahren. Oha, ich sehe, ihr habt alle Geschmack. Oh, Radic Rage hier mit dem Godbuster. Und er bearbeitet Bretter gleich weiter. Dritte Vorarm. Der lässt jetzt nicht nach. Der riecht hier seine Chance. Jetzt wieder zweites Seil. Oh, das kommt Elektrobarber ins Leere. Und ein Bretter nutzt diesen Fehlschlag. Schmeißt den Rage hier in die Ecke. Stomp hinterher. Oh, der tritt. Und jetzt der Elektra vom Brett, aber auch da trifft der Elektra nicht. Man merkt, Legdrops sind hier gefährlich, aber schaut euch diese Kombination an. Side Suplex. Das war eine schöne Kombination an Schlägen, dritten Griff. Oh, was sehen wir da? Der Cutter soll kommen, aber abgewehrt. Der Drank Twist Cutter, ein Signature Move von Bretter, aber da kann Radic Rage seinen draus machen. Hier kommt der Boston Crab. Und das ist gefährlich. Je länger er ihn halten kann, umso mehr Schaden ist angerichtet, aber er befreit sich. Ein Bretter befreit sich. Backbreaker. Und Final Cut. Elbow-Drop geht ins Leere. Da versagt ein Bretter bei den einfachsten Aktionen. Wobei es ja nicht mehr wirklich seine Schuld ist, denn sie würden treffen, würde ein Rage nicht die ganze Zeit ausweichen. Das sind halt die Reflexe des Velka-Bluts. Cover. 1, 2. Und ja, da wird ein Radic Rage. Mal schauen, wie weit er ist. Was sehen wir denn da? Murderplex! Und er hört jetzt auch gar nicht mehr auf. Rage zeigt hier eine große Aktion nach der anderen. Und da kommt dann noch ein Knee Drop hinterher. Kann ein Bretter sich da jetzt noch zurückkämpfen? Bis jetzt sieht das ja nicht so gut aus. Die Beine werden wieder anvisiert, aber Bretter ist vorbereitet. Kein High Ankle Boston Crab heute. Oh, da sollte der Superkick kommen. Aber es gibt die Ohrfeige der Ordnung.
Und wieder befreit Beretta sich. Oh, jetzt gibt's ein Hin und Her. Beretta setzt sich durch. Schön gemacht. Cover hinterher. Eins. Zwei. Nein. Nicht mal bis zu zwei. Und wieder Elbow drauf. Diesmal trifft er sogar. Da sieht man halt, dass auch ein Rage jetzt mehr geschwächt ist. Auch der Leg Drop sitzt. Beretta macht auch weiter. Es geht ab in die Ecke. Und wir wissen, was dort kommen kann. Tree of Woe. Und dann kommt der Coast to Coast. Oh, er macht sich bereit. Er geht auf die dritte Ecke. Und jetzt wird ein Paket zugestellt. Und dieses Paket kommt an. Coast to Coast. Ja, das Publikum. This is awesome. Eins, zwei und nein. Rage kommt noch raus. Oh, Taker-Fan fragt, warum auf der PS5. Am PC hatte ich letztens einen Absturz. Oh, schöner Vorarm. Oh, sehr schön, Sling Blade. Und mein PC benutzt einen anderen Monitor. Und, oh, Sweet Chin Music 1, 2 und 3. Die Lichter sind aus. Mr. Bombeck, ich spoiler nichts. Da musst du schon dranbleiben. Ah, schönes Match. Jetzt Opener. Und, ah, da der Coast to Coast. Der kriegt sogar zwei Wiederholungen. So schön war der. Aber ja, der Superkick hat es dann beendet. Am Anfang dieser unfaire Schlag, noch bevor das Match losging. Aber er hat sich den Sieg auch geholt. Und ja, Beretta, also, was soll man zu Beretta sagen? Er kann's. Er hat das Talent, er hat die Erfahrung, er hat auch die Erfolge. Ich meine, er war schon Hardcore-Champion. Und er hat mal wieder gezeigt, warum er hier halt schon so lange auch so erfolgreich ist. Der Beretta macht sich in den letzten Wochen echt gut. Er ist wieder auf den Weg, wo man auch mal wieder einen Titel anvisieren kann. Apropos Titel anvisieren. Einer der nächsten Leute hat einen Titel anvisiert, ihn auch bekommen. Und jetzt darf er sich präsentieren. Im Sinne von... Oh, Lord of Nightmare kommt zum Ring, aber... Was ist da los? Prinz Kira! Genau den Mann hat er den Titel abgenommen. Lord of Nightmare ist unser No Disqualification Champion. Titel wurde von Prinz Kira abgenommen. Der ist gar nicht zufrieden damit. Jetzt haben wir hier einen... Ja... Das ist wohl der schnellste Entrance, den ein Lord of Nightmare jemals hatte. Das muss man ja mal erwähnen. Aber dieser Angriff hat ihn wohl nicht groß geschadet. Sein Gegner, da jetzt alles so schnell ging, sein Gegner in Rot ist Killer Key. Und Killer Key, der hatte letztens noch ein schönes Match, das aber nicht gewonnen hatte. Jetzt gegen den Lord of Nightmare. Mal gucken, wie das hier ausgeht. Auf jeden Fall hat er hier schon einen kleinen Vorteil. Oh, Suplex. Ja, Klacki hat hier auf jeden Fall einen kleinen Vorteil. Prinz Kira hat den Lord of Nightmare hier angegriffen. Oh, Camel Clutch. Ein einfaches Submission, aber... Ja, gegen einen geschwächten Gegner könnte es vielleicht funktionieren, aber nicht gegen einen Lord of Nightmare. Ich meine, schaut euch das an. Schaut euch diesen Lord of Nightmare an. Da sieht man ja mal keinen Schwachpunkt.
Oh, Schlag. Killer Key gibt trotzdem nicht auf. Greift sich da jetzt den Lord of Nightmare. Wo geht denn da die Reise hin? DDT auf Apron. Ja, holy moly. Killer Key nutzt hier die Umgebung. Aber schaut euch das an. Killer Key, der gibt nicht auf, auch wenn er hier eine Hardaxe nach der anderen kassiert. Die Frage ist, wie geht's dem Lord of Nightmare? Ich meine, hinter seiner Maske kann man ja auch gar nichts erkennen. Ist der jetzt wirklich geschwächt? Oder ist Killer Key einfach, ja, weiterhin die Beute, das Opfer? Tritzer, komm, trifft nicht. Aber trotzdem, Killer Key setzt sich hier gut durch. Kann mal hier und dort Schläge und Tritte zeigen. Aber Lord of Nightmare macht das schön. Nutzt hier seine Größe, die Kraft. Da kommt der Choke Slam angesetzt. Und dann geht auch durch. Killer Key am Boden. Eins, zwei und noch keine Entscheidung. Noch keine Entscheidung, Killer Key. Bekommt die eine Aktion nach deinem Namen und jetzt auch der Tomb Pal. Drei war nein, Killer Key befreit sich. Ein Killer Key kann sich da gerade noch befreien und jetzt will er den Lord of Nightmare hier zeigen, wie man ein Match beendet. Aber das klappt wohl nicht. Ja. Überdreht das Bein von dem Lord of Nightmare. Aber ich bezweifle, dass man so ein Match beenden kann. Oh, ein Headbutt! Mit einem Headbutt in diese Gegend kann man schon ein Match beenden. Zwei und... Nein. Das reicht noch nicht. Oh, Killer Key ist hier schneller und das gibt ihm hier wirklich einen kleinen Vorteil. Oh, oh. Was sehen wir? Killer Key hat den Lord of Nightmare da in der Ecke. Aber keine Chance, irgendwas zu zeigen. Jumping. Clothesline vom Lord of Nightmare. Und der No Disqualification Champion. Da frisst der Killer Key eine harte Salve nach der anderen. Ja, noch mehr Schläge auf den Kopf. Warum auch nicht? Und dann noch ein Leg Drop auf den Kopf. Ja, Lord of Nightmare. Der lässt jetzt hier keine Gnade walten. Der ist angepisst. Der ist angefressen. Eine dicke Aktion nach der anderen. Jetzt noch auf die Schulter nehmen. Aber Killer Key hat noch ein paar Reserven im Warte. DDT. Oh, nächster Tubso Part 3 war Killer Key. Befreit sich wieder. Und er gibt hier nicht auf. Schaut euch das an. Wie ein Killer Key alles versucht, um einen Lord of Nightmare aufzuhalten. Ah, Mensch. Zu Boden geworfen. Und da wird der Armball. Jetzt geht's auf dritte Seil. Das könnte gefährlich werden. Killer Key ist gefährlich. Wenn es ums Fliegen geht, Rattero. Eins, zwei und drei. Nein. Wie knapp war das denn bitte? Lord of Nightmare kommt da gerade so noch raus. Killer Key gibt doch weiterhin nicht auf. Schokslap abgewirrt. Dieser Choke Slam hat nicht sein Ziel gefunden. Und auch dieser Schlag nicht. Oh mein Gott, das ist ein Hin und Her. Und Leg Drop. Wie lange geht das noch für Killer Key gut? Wie lange geht das noch für Lord of Nightmare gut? Die nächste harte Aktion, egal wer sie bringt, könnte hier entscheidend sein. Choke Slam Ansatz. Geht durch. Cover. Eins, zwei und drei. Nein! Killer Key kommt raus.
Und jetzt der dritte Versuch für den Tombstone. Ball 3, was geht hoch? Es geht hoch, er ist angesetzt. Er wird durchgezogen und Killer Key sagt auf Wiedersehen. 1, 2 und 3. Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. Killer Key. Killer Key kommt aus dem Tombstone. Ball 3 war raus. Was ist denn mit dem los? Lass auf, Nightmare kann selbst nicht fassen. Chokeslam reicht nicht. Tombstone Pie Driver reicht nicht zu. Es ist ein Solution. Ist es das? Er nimmt ihn hoch. Er pinnt nicht. Super Kick. Corkscrew. Zwei fette Aktionen gegen Lord of Nightmare. Und es reicht. Es reicht. Ich glaub nicht, was da passiert. Was für eine Schlacht! Der Chokeslam kam zweimal. Der Tombstone Piledriver kam und es hat nicht gereicht, aber Suicide Solution. Und dann der Corkscrew und ein Lord of the Nightmare ist geschlagen. Da sage ich mal Prinz Kira sei Dank, oder? Also, dieser Angriff am Anfang, der scheint echt was geholfen zu haben. Ein Lord of Nightmare hat gegen Killer Key verloren. Das Highlight. Jetzt schon Highlight in der Show. Oh Mann. Oh, da muss ich erstmal tief ein- und ausatmen. Beim Tombstone Piledriver dachte ich mir, okay, ja, das war's und dann. Nein, das warst du nicht. Boah. Aber wir hoffen mal weiter, dass jetzt noch mehr Highlights kommen, dass noch mehr so schöne Sachen passieren. Weil dieses Match, da konnte man ja richtig mitfiebern. Und beim nächsten Match könnte es wieder passieren. Denn wir haben wieder echt gutes Material im Ring. Und ja, wir wechseln mal rüber, ne? Dann lasse ich das vielleicht besser erklären, wenn ihr auch seht, wen wir haben. Ne? Also erster Kandidat ist unser ehemaliger Shining Star Champion. Hatte ja den Titel beim Reboot Rumble. Gegen ein Error verloren. Ja, das hier ist ein gefährlicher Wrestler. Yoshi Hirashi. Dieser Mann hat ja wirklich lange den Shining Star Championship gehalten. Seit dem Anfang dieser Season. Aber dann ist es passiert. Sein Gegner Error hatte ihn besiegt. Den Titel abgenommen. Und jetzt muss Yoshi Hirashi sich erneut hochkämpfen, sich beweisen. Und wir schauen mal, ob er es schafft. Sein Gegner ist auch nicht ohne. Aber man muss dazu erwähnen, sein Gegner hat es noch nie gegen Yoshi Hirashi geschafft. Vielleicht heute. Vielleicht ist heute sein Tag. Unser Zuschauer Pascal wird sich freuen. Denn dieser Mann, dieser Blade kommt aus dem Hause von Pascal. Er hat hier immer gute Matches, hatte eine Siegesserie von 6 Matches, als er hier angefangen hat. Und dieser Mann darf sich jetzt auch wieder beweisen. Also Yoshi Hirashi ist in einem Tief angekommen. Jetzt gegen ihn zu gewinnen ist realistischer, wie es noch nie war. Wenn Blade sich jetzt richtig anstellt, könnte er schaffen. Aber natürlich, Yoshi Hirashi ist und bleibt eine Gefahr. Man muss kämpfen, um sich hier einen Sieg zu sichern. Natürlich auf beiden Seiten. Das Ding wird alles andere als einseitig. Und wir haben ja auch eben gesehen,
Matches, die einseitig laufen müssten, wie Lord of Nightmare vs. Killer Key, können auch mal nicht einseitig laufen. Nimm mir noch einen Schluck. Ich nehme noch einen Schluck Coca-Cola. Als ob ich Werbung machen würde, aber nein. Ich verdiene hier gar nichts bei. Und es geht los. Ein Blade will sich seinen Gegner positionieren. Funktioniert aber noch nicht. Logisch, ein Yoshiroshi. Der ist fit, der ist ja nicht angeschlagen. Und er ist hier hellwach. Oh, erste Art Aktion von einem Blade. Dieser Seated Urinagi. Aber trotzdem geben sich hier beide. Oh, und dann der Halfen ist Fistbuster. Die geben sich beide hier gerade sehr schnell die harten Aktionen. Und Headbutts. Headbutts, das kennen wir von Yoshiroshi. Diese Headbutts sind gefährlich. Oh, Yoshi geht hoch. Aufs dritte Seil. Und Splash. Zerquetscht seinen Gegner unter sich. Das Cover. Eins, zwei und... Ging jetzt schon bis zu zwei. Blade ist hier unter Druck. Yoshiroshi zeigt hier Flatliner. Lebenszeichen von Blade springt jetzt auf den Arm von Yoshiroshi. Denn wir kennen seinen Finisher. Der Crossface. Der geht auch auf den Arm. Und ja, was war das für ein Knee Drop? Da hat er sich ja komplett verschätzt. Ist natürlich hier ein gefundenes Fressen für einen Yoshiroshi. Und ja, der benutzt die Umgebung hier gerade sehr, sehr gut. Kawa geht wieder bis zu zwei. Ah, schön ausgewichen. Der Shop gegen die Brust. Das Zwiebeln. Und jetzt wieder ins Seil geworfen. Also Yoshiroshi ist bestens vorbereitet. Und jetzt, was sehen wir? Suplex Ansatz. Nein, das wird ein Godbuster. Da lässt man den Gegner einfach auf die Front fallen. Oh, ein Lebenszeichen. Aber wird schnell gestoppt. Yoshiroshi ist auf einem Niveau. Und jetzt stellt euch mal vor, was ihr braucht, um so einen Mann zu besiegen. Und er hat es geschafft. Backbreaker, Neckbreaker. Jetzt ein Lebenszeichen von Blade. Ist das eine heiße Phase? Hier kann er jetzt Aktion zeigen. Tritt sitzt. Und der Kata kommt. Kawa hinterher. Eins und zwei und nein. Aber wir kennen diesen Kata. Das ist meistens die Einleitung für was viel Größeres. Und da. Er macht sich bereit. Er macht sich bereit. Kommt angesprungen. Er trifft. Yoshiroshi am Boden. Zwei und drei. Nein, er kommt raus. Er kommt raus. Er kommt raus. Er kommt raus. Das wäre es ja beinahe gewesen. Und Blade macht weiter, schön ausgewichen. German Suplex. Ja, jetzt ist Blade warm. Jetzt kann er die Aktion zeigen. Yoshiroshi steht aber ganz schnell auf. Und, oh, das hat der Ref nicht gesehen, dieser Tritt. Schönen Gruß an die Familie in Plano. Yoshiroshi, wenn es die Strahlung noch nicht gemacht hat, dann dieser tiefe, tiefe Tritt. Und ja, nee, jetzt kann Blade natürlich hier ein bisschen machen, was er will. Schmeißt Yoshiroshi raus. Ah, hallo Neon Corp. Schön, dass du mit lachenden Smileys schreibst. Schön, dass du da bist. Sei gegrüßt. Und Blade bereitet sich vor. Blade will es beenden. Crossface trifft nicht. Single Leg Dropkick. Oh, 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 es geht hoch. Inverted Alabama Slam. Mit dem Camel Clutch hinterher. Und die Submission sitzt. Die Submission sitzt sehr tief. Wird ein Blade aufgeben. Und Blade gibt auf.
Das ist die Aufgabe, das ist der Sieg für Yoshi, Roshi. Der Crossface sollte kommen, dann wäre es auch zu Ende gewesen, aber ein Yoshi Roshi konnte sich daraus befreien, aber nicht befreien, er war nicht eingesetzt, er konnte diesem Move entkommen und seine eigene Hartaktion zeigen und damit hat er hier das Match beendet. Da sind wir nochmal in Rocket Kick, wo sich auch eine kleine Wunde am Kopf geöffnet hat. Aber da war das Match noch nicht vorbei. Aber nach dieser Aktion, nach dieser Submission, nachdem der Blade dem Publikum so präsentiert wurde. Und da gab es kein Entkommen mehr. Und hallo, ja, Neoncorp, ein Coinverse ist ja auch geil, schreibst du. Ja! Das ist unsere Spezialisierung, denn wir sind German Core Wrestling. Und ja, bei uns gibt es nur erstellte Wrestler. Von uns, von anderen. Vielleicht auch von dir. Wer weiß. Zwinker, zwinker. Und ja, bis jetzt hatten wir noch keinen super krassen Fail. Ne? Wenn ich mich an die letzte Show erinnere, wir hatten einen Absturz. Wir hatten eine hängengebliebene KI. die Show war echt nicht einfach. Wir hatten das unendlich lange Tag-Team-Match, weil keiner wusste, wie man dieses Tag-Team-Match beendet. Hey, danke. Oh, du hast mich gefollowt und gesehen, wie ich eine Flasche abbekommen habe. Ich danke dir dafür. Kommen wir aber zum nächsten Match. Kommen wir zum nächsten Match. Denn wir haben hier jemanden, der sich beim Reboot Rumble in den Titelmatch eingemischt hat von Error. Dieser Mann wollte nicht, dass Error Champion wird. Er konnte es nicht verhindern. Aber er kann ihn jetzt nochmal von Angesicht zu Angesicht entgegentreten. Wie das enden wird, ich habe keine Ahnung. Aber dieser Mann hat sich ja gewandelt. Wenn ihr euch mal, ne, da oben alte Folgen angucken wollt, wie Baku Hatsu in den letzten Shows aufgetreten ist und wie er jetzt hier rumrennt. Also, dieser Mann hat an sich gearbeitet und mal sehen, ob er auch halt psychisch und halt körperlich von seinen Kampffähigkeiten an sich gearbeitet hat. Denn die Leistung war ja in der Vergangenheit nicht überragend. Wir hoffen alle drauf, dass irgendwann die Wandlung kommt. Dass Baku Hatsu mal richtig scheint, wie er es eigentlich verdient hätte. Aber ich glaube, das wird heute nicht passieren, denn sein Gegner ist einer, den kannst du nicht so leicht besiegen. Dieser Mann hat Yoshi Hiroshi besiegt, der eben hier Blade zerstört hat. Ja, dieser Mann wurde Shining Star Champion, indem er Yoshi Hiroshi besiegt hat. Und dieser Mann darf jetzt gegen Baku Hatsu ran. Der gute Error. Er darf jetzt gegen Baku Hatsu ran. Und mal sehen, ob er hier auch wirklich sein kann, warum er ein Champion ist, warum er ein Champion geworden ist. Denn jetzt mal als Beispiel, Lord of Nightmare zeigt ja jetzt doch schon, dass er, naja, vielleicht doch nicht so ein würdiger Champion ist, wenn ich das mal so sagen darf. Er ist ja nur das Qualification Champion und hat gegen 3 von 4 Gegnern seit seinem Titelgewinn verloren. Und es geht los. In weiß-rot haben wir Baku Hatsu, in schwarz-rot haben wir ein Error. Und mal gucken, wie dieses Match hier ausgeht. Auf jeden Fall ein guter Start hier für Baku Hatsu. Zeigt dir seine Knees.
Und jetzt sehen wir auch endlich mal ein Lebenszeichen von Aaron. Oh, was für ein Tritt. Und er dreht hier auf mit dem Springboard Moonsault. Aber das hat nicht funktioniert. Der Shooting Star. Da waren die Knie um. Oh, Ralf Nelson Suplex. Und jetzt wieder der Shooting Star. Aber das Knie ist um. Ein Baku Hatsu wehrt sich hier gegen Error. Aber vielleicht sehen wir das nächste Wunder. Aber Error gibt hier Gas. Auch wenn ein Baku Hatsu sich ein, zweimal befreien kann. Ein Error zeigt hier trotzdem viele Aktionen. Und da, naja, da kannst du auch ein, zweimal kontern. Das bringt dir nicht viel, aber Error hat hier Baku Hatsu, wo ihn haben will. Die nächste Aktion ahnt gesetzt. Und ihr seht, wenn man modifizierte Version eines Facebusters. Oh, schön gemacht. Error. Macht das hier gut. Superkick geht ins Leere. Also ein Baku Hatsu hat wirklich das Talent, hier den schweren Aktionen zu entkommen. Auch da schön gemacht. Spinning Rear Kick. Oh, und der Tritt. Der sitzt tief. Der mutet aber, geht ins Leere. Und damit kann ein Error jetzt hier wieder nachsetzen. Superkick wieder an ihm. Als hätte Baku Hatsu gelernt. Seine Leistung hier ist richtig gut. Und da sehen wir den Octopus Stretch. Dort ist ein Error in Bedrängnis. Kann er sich da befreien? Ja. Mit dem Einsteiger geht zu Boden. Aber Baku Hatsu, der macht das echt gut. Blockt die nächste Aktion. Form. Und die Lichter sind aus. Error macht aber weiter. Oh, schöner Backflip-Kick hier. Jetzt ist es ab in der Ecke. Jetzt geht es nach draußen. Was zeigt er? Und Three-Angle-Dropkick. Was kann ein Error eigentlich nicht? Ja, Baku Hatsu frisst hier mehr Kipper ab. Und Pilli-Kick. Ein Baku Hatsu frisst hier viel mehr Aktionen. Baku Hatsu, auch wenn er hier schöne Ansätze hat, er muss mehr zeigen. Kann er seinen Error zurück in den Ring schmeißen? Ist das jetzt die Chance? Er nimmt ihn auf die Schulter. Wo geht die Reise hin? Ins Seil, benutzt hier die Umgebung, um sich einen Vorteil zu ergattern. Und er macht da weiter. Aber Error, schön gemacht. Durch die Beine durch. Oh, oh, was sehen wir? Schöner Konter! Baku Hatsu mit dem Vertical DT. Es geht hier hin und wieder der Superkick. Schöner Tritt raus in der Roundhouse. Ein Baku Hatsu wehrt hier den dritten Superkick ab. Also Error hat Probleme, aber ich würde nicht sagen, dass er hier am schwächeren, am kleineren Hebel ist. Aber trotzdem, man sieht, ein Error hat Probleme gegen ein Baku Hatsu. Alle größeren Aktionen sitzen einfach nicht. Und jetzt geht's hoch. Weißer Frog Splash, aber ausgewichen. Und jetzt will Baku Hatsu das Ding beenden. Wir kennen das. Den Basakick. Gegner anvisiert. Er trifft. Error am Boden. War's das? War's das? Ist er weg? Ist er weg? Eins, zwei und drei. Nein. Error kann rauskicken. Da muss ein Baku Hatsu noch ein bisschen mehr zeigen. Und das wieder. Wieder der Octopus Stretch. Angesetzt. Error ist in Bedrängnis. Kann er aus dieser Submission entkommen? Nein. Baku Hatsu lässt los und kombiniert das gleich. Was für eine Leistung hier von Baku Hatsu. Muss man ja schon mal sagen. Wie er hier mit Error umgeht. Ausgewichen. Was ist denn mit Baku Hatsu los? Er hat dieses Match seines Lebens.
Oh, jetzt der Error. Zeigt dir endlich mal wieder ein Lehnzeichen. Aber Baku Arts unterbricht gleich. Wieder der Backflip-Kick. Klose, ein überschrittes Seil. Und er geht hoch. Was macht er? Was macht er? Er wird jetzt nicht da draußen springen. Moods holt aber wieder. Wieder das Knie um. Das Knie ist wieder oben. Baku Hatsu. Oh, aber da küsst er die Stahltreppe. Error versucht es jetzt anders. Beide müssen draußen aufpassen, dass sie nicht ausgezählt werden. Der Ringrichter ist schon bei 6 und Error geht rein. Und er sagt ja auch, psch. Ist Baku Hatsu jetzt völlig fertig? Nein. Schön ausgewichen. Schöner Tritt. Oh, Hürgenrunner, aber inverted ausgeführt. Und wieder gegen die Stahltreppe. Oh, jetzt ein Bulldog. Baku Hatsu kann sich hier wehren. Wo geht die Reise hin? Baku Hatsu geht wieder rein. Ah, er wartet, er lauert dort. Und jetzt kommt auch Error wieder rein. Wie wird das jetzt hier? Ausgeht der Disaster Kick! Der Disaster Kick! Die Lichter sind aus. 2 und 3. Da kommt der Disaster Kick aus dem Nichts und ein Baku Hatsu ist am Boden. Keine Chance. Handshake von Error. Und die geben sich den Handshake. Wenigstens etwas Fairness hier. Aber was für ein Match, bitteschön. Ey. Bis jetzt wirklich alles Schnieke, was hier heute passiert ist. Mann. Aber schade, dass Baku Hatsu nicht gewonnen hat, denn was der da alles gekontert hat, was der da alles aus sich rausgeholt hat. Ich meine, von einem Error kennen wir diese Leistung. Für Error ist das normal. Aber Baku Hatsu hat da gerade einen Sprung gemacht und wurde leider nicht dafür belohnt. Kommen wir aber zum nächsten Match. Wir haben jetzt ein Jester Waker. Oh, Agritano springt über die Barrikade, greift ihn von hinten an. Und ja, Agritano hat zurzeit den Reboot Rumble Briefcase und könnte unseren GCW Champion Jester Waker zu einem Titelmatch herausfordern, wenn er es wollen würde. Cover. 1. Ah, hat's ja fast schon geklappt, ne? Aber das hier ist kein Titelmatch. Das ist einfach nur eine Konfrontation, weil ein Agritano was gegen Jester Waker hat. Aber Agritano kriegt hier gleich mal eine dicke Portion ab. Der SOS sitzt. Und da Submission soll kommen, aber nein, Agritano, jetzt ist es lustig, zu schnell für einen Jester Waker. Oh, schöner Schlag, bearbeitet hier ein Jester Waker im Seil. Eine dicke Aktion nach der anderen. Bein wird da auch eingehakt. Oha, und damit Agritano übers dritte Seil geschmissen und Jester Waker prallt damit gleich mal. Ich meine, das ist aber auch eine Leistung. Und Agritano ist wütend. Wie kann sich denn ein Jester Waker wehren, nachdem er so angegriffen wurde? Doch da befreit sich ein Agritano. Oh, schöner Shop. Aber trotzdem, Agritano macht das hier gut. Ein Headbutt.
Ja, Leute, und dieser Ugly Retardo da, der Rote mit der roten Maske und dem roten Haar, dieser Mann hat den Reboot Rumble gewonnen. Powerbomb! Aber Jester Becker befreit sich. Kommt auch angesprungen, Lutes Press, Punches. Und gleich noch mehr Schläge, weil er es verdient hat. Oh, Knee to Face. Und mit Cover hinterher, mit Cover hinterher, aber nicht mal bis zu 1. Das Ding ging nicht mal bis zu 1. Jetzt ein Go-Round, sitzt. Jester Vega macht das gut, Knee Drop. Ja, der eine hat zwar den Reboot Rumble gewonnen, aber Jester Baker ist unser GCW Champion, der da gegen die Knie springt. Der Shooting Star bringt ihm kein Erfolg. Aber vielleicht diese Sunset Flip Powerbomb. Jawolla! Und keine Gnade hier für den Ugly Retardo. Ja, noch ein Foot DDT. Warum? Auch nicht. Viele, viele Tritte. Jester Baker macht weiter. Sharp. Oh, wie er da reinschlägt. Und er ist noch mit dem Kopf gegen die Barrikade. Und der macht immer weiter und weiter. Jetzt ein Lebenszeit von Ugly Retardo. Und da küsst Jester Baker die Barrikade. Ah, Ringrichter ist bei 6 angekommen und Jester Baker bewegt seinen Gegner in Richtung Ring. Das Match kann wieder weitergehen, denn im Normalfall kann das nur im Ring beendet werden durch Pin und Aufgabe. Jester Baker lauert, macht sich bereit, er tritt zu für den Double Unlock Facebuster, aber es gelingt nicht. Das ist Ugly Retardo, der Mann, der hier gerade Jester Baker richtig in Predulie bringt. Der Tritt kommt und Impala DDT. 1, 2 und Kick out. Jester Baker gibt nicht auf. Auch wenn Jester Baker hier echt große Probleme hat und jetzt begraben wird unter einer Lawine. Nein, nein, und jetzt noch aufs zweite Seil. Oh, Pikachu geht daneben. Da wäre Jester Baker wirklich tot gewesen. Jetzt nochmal der Versuch, Double Andahung, Facebuster, er geht durch. Und Ugly Retardo wird gepinnt. 2 und 3. Nein, er kommt raus. Er kommt da noch raus. Die Schläge hinterher. Auch ein Jester Baker fragt sich langsam so, wie kann er da jetzt noch mehr zeigen? Oh, die Shooting Star. Gelingt die vielleicht jetzt? Und dann der Gegner ist aufstehen. Okay, keine Shooting Star. Vielleicht nochmal der Go-Around. Er geht runter. Ja, großer Fehler von Jester Baker. Großer Fehler. Powerbomb. Diesmal sitzt sie auch. Was für ein Match bis jetzt. Jetzt stellt euch mal vor, ein Ugly Retardo würde seinen Koffer einlösen. Und Running Power Slam. Cover hinterher. Jester Baker begraben. 2. Aber das Cover geht wieder nur bis zu 2. Oh, da soll jetzt noch einer kommen. Das soll jetzt noch einer kommen. Und er rennt wieder an. Wieder Power Slam. Und oh Gott. Wie er da einfach rüberläuft. Der Nervengriff. Wird ein Jester Baker aufgeben? Ist er stark genug geschwächt? Nein. Befreit sich da spielend leicht. Und jetzt geht die Bearbeitung eines Ugly Retardos weiter. Wieder geht das nie to the face. Die geben sich hier aber auch die Kante ein hin und her. Und jetzt wird nochmal Jester Baker begraben. Das könnte es sein. Das könnte es sein. Jester Baker ist down. 1,
2 und 3. Ugly Retardo besiegt unseren German CAW Wrestling Champion. Stellt euch mal vor, er hätte hier jetzt den Koffer mitgenommen. Könnt ihn einlösen. Er wäre jetzt Champion. Aber vielleicht hebt er sich das einfach auf. Ihr wisst doch alle, was Professor Eich uns beigebracht hat, ne? Es ist weder die richtige Zeit noch der richtige Ort, um das Fahrrad zu benutzen. Und Ugly Retardo macht das. Was für eine Gewalt. Also Lord of Nightmare hat verloren, Jester Velker hat verloren. Hier gibt es ja eine Überraschung nach der anderen. Mal gucken, ob jetzt die nächste folgt. Obwohl, alles, was jetzt passiert, wäre eine Überraschung. Denn jetzt als nächstes kommen die Best Friends United. Die Best Friends United kämpfen gegen Mexican Flavor. Einerseits haben die BFU jetzt doch schon hier und dort verloren. Seit sie ihre Titel verloren haben, sind sie in ein Tief gefallen und kommen da nicht raus. Also einerseits wäre es ganz normal, wenn sie jetzt verlieren würden. Andererseits ist Mexican Flavor jetzt nicht der Gegner, die dafür bekannt sind, auch mal zu gewinnen. Deswegen, vielleicht sehen wir jetzt das nächste Wunder und Mexican Flavor besiegt die Best Friends United. Wir schalten jetzt um und dann sind wir live dabei. Ja, die Best Friends United, diese zwei waren lange, lange Tag Team Champions, GCW Tag Team Champions, haben aber beim Reboot Rumble die Titel abgeben müssen, beim Ministry of Darkness einfach besser waren. Und seitdem sind auch irgendwie alle Tag Teams besser als Best Friends United. Sie fahren hier gerade auf eine Schiene, wo es kein Zurück gibt. Oder vielleicht doch. Ja, hier haben wir Mexican Flavor, Drago und Garcia. Diese zwei dürfen jetzt gegen die Best Friends United ran. Mal sehen, ob sie das schaffen werden. Es ist eine schwere Aufgabe. Aber ich glaube, Best Friends United zu schlagen ist so einfach wie nie zuvor. Diese zwei sind in ein Tief gefallen. Und naja, vielleicht sind sie in ein sehr tiefes Tief gefallen. Alle sind bereit. Und es geht los. Oben links macht Tiger Ronnie den Anfang. Und traditionell wird der Ringrichter begrüßt. Wir kennen es. Das ist immer bei Tag Team Matches so. Und Tiger Ronnie zeigt uns hier drei German Suplexes. Und ja, das war schon genug. Jetzt darf Amazing Black ran. Der greift sich hier seinen Gegner. Und schöner langer Suplex. Ja, schaut euch das an, diese Machtdemonstration. Und die kommen jetzt wechseln. Tiger Ronnie zeigt dann eine richtig schöne, harte, lange Aktion. Amazing Black macht so weiter. Nein, jetzt wehrt man sich hier aber. Ab in die Ringecke. Aber Amazing Black lässt da nicht viel zu. Garcia bekommt hier einen Beer Throw Up und wird auch weiter von einem Amazing Black bearbeitet. Denn Amazing Black, der macht das schon super. Der Wechsel. Mal gucken, ob das hier was bringt. Ob Drago hier was ändern kann an diesem Ergebnis. Auf jeden Fall kommt er da gut raus. Ja, der macht das schick. Ja, da wird das Bein bearbeitet.
Er konnte schon mal was zeigen, das ist gut. Er wehrt sich auch da erfolgreich gegen die nächste Offensive eines Amazing Blacks. Und auch da kann er wieder mehr zeigen. European Uppercut in den Nacken. Und jetzt geht die Reise hoch. Amazing Black krabbelt in die Ecke, will abklatschen, aber der Sprung bringt ihn wieder auf den harten Boden der Realität. Oh Gott, dieser Knee Drop, dieser Facebuster. Und ja, Tiger Ronnie kommt da rein, unterbindet das Cover. Das gefällt dem Drago nicht, schmeißt ihn hier gleich raus. Und Neckbreaker, und schaut euch diese Wunde am Kopf an. Es gibt da so ein Gerücht, so ein Mythos. Erst wenn Amazing Black blutet, beginnt das Match, und das wäre jetzt. Das hat ja auch in den Matches davor immer gefehlt, dass ein Amazing Black geblutet hat. Also prozentual hat er weniger Matches verloren, wenn er geblutet hat. Oh, ein schöner DDT, aber au! Der Kopf von Amazing Black, der ist doch maximal geschädigt. Und wieder dieser European Uppercut. Ah, beide müssen aufpassen. Die werden da angezählt vom Referee, und bei 10 scheiden sie aus dem Match aus. Und sollten sich beide draußen befinden, ja gut, dann gibt es halt ein No Contest. Oh, Referee ist bei 8. Oh, kann ein Amazing Black da nochmal zurückkommen? 9, Amazing Black steht auf. Und Drago, der merkt das. Und jetzt Amazing Black, Gutwrench, Suplex. Ein Lebenszeichen. Und wieder zurück in den Ring. Da, wo ein Amazing Black es auch beenden kann. Oh, aber schaut euch mal den Kopf an. Der Amazing Black. Ja, Amazing Black macht jetzt Protect Your Neck. Das Ding sitzt. Der Wechsel. Vielleicht genau das Richtige. Auf jeden Fall ist ein Drago jetzt sehr doll angeschlagen. Diese harte Aktion gegen den Kopf ist nicht ohne. Was sehen wir jetzt? Ah, voller Wasteland gekontert. Landet auf die Beine. Ja, Mexican Flavor macht das gut. Mexican Flavor hat das Ding hier unter Kontrolle. Tritt Panama Sunrise. Oh, das Cover hinterher. 1, 2. Das war schon knapp. Das war schon ein bisschen knapp. Und Drago macht weiter. Keine Chance für Amazing Black und Tiger Ronnie hier irgendwas zeigen. Die werden hier förmlich untergebuttert. Jetzt ein vielleicht etwas ausgeruhter Garcia mit dem Leg Drop, mit dem Cover. 1, 2. Aber ein Tiger Ronnie kommt raus. Elbow Drop. Die hören aber auch wirklich gar nicht auf. Keine Gefahr. Ja, ein harter Tritt. Und Drago ist da. Drago will es jetzt beenden. Bereitet da seinen Pancake vor. Aber gelingt nicht. Tiger Ronnie kann ausweichen. Kann ihn hochnehmen für einen Simon Drop Facebuster. Oh, tritt. Sitzt. Fairmezzo. Niedergeschmettert. 1, 2, aber Garcia rettet. Garcia ist da, und Tiger Ronnie schnappt ihn sich. Entfernt sie. Nein. Ja, ich wollte schon sagen, entfernt ihn. Aber jetzt sind die zwei aktiven Wrestler wieder im Ring. Und das Tempo ist jetzt erstmal rausgenommen. Ja, Schopser kommen. Aber wird hier abgewehrt. Snap mehr. Dropkick. Und
Cover-Versuch. Reicht das hier, um einen Tiger Ronnie zu besiegen? Nicht mit Amazing Black in der Ecke. Oha, der nächste DT, jawoll! Kriegt ihr eine fette Aktion nach der anderen ab. Suplex. Wenn sie schlau sind, zeigen sie jetzt eine harte Aktion. Weil jetzt kann sich ein Amazing Black nicht einmischen. Jetzt könnten sie nochmal so richtig reinhauen. Ah, Mensch. Elbow. Oh, da sollte es hochgehen. Klappt nicht. Tiger Ronnie zieht ihr die Beine weg. Kann ein paar Schläge ansetzen. Und jetzt muss er Zeit schaffen. Ah, Seated Clothesline. Schön gemacht. Er muss jetzt Zeit schaffen, damit Amazing Black wieder zu Kräften kommt. Und bis jetzt macht er das. Er hält hier durch. Auch wenn Garcia am Drücker ist. Oh, schöne Ohrfeige. Back Elbow sitzt. Schläge, Schläge treffen. Er macht es wunderbar. Und jetzt soll es hochgehen. Für den Frog Splash. Und es kommt ein normaler Splash. Cover. Eins. Gerade mal bis zur Eins. Jetzt geht es wieder hoch. Drago ist da. Wieder ein Splash. Wie macht er weiter? Wie ist seine Strategie? Egal welche Strategie er hatte, Garcia kontert. Garcia kann jetzt wieder was zeigen oder auch nicht. Aber die nächste Reise geht in die eigene Ringecke. Oh, jetzt sollen die 10 Punches kommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, der 7. wurde abgewehrt. Aber ey, 6 Schläge. Und trotzdem kommt hier ein Garcia nicht ganz zurück. Vielleicht jetzt. Vielleicht jetzt die Möglichkeit, hier was zu zeigen. Was sehen wir da? Single Leg Boston Crab. Oh, 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 oh. The Amazing Black wird da ausgeschalten. Wird ein Tiger Ronnie da aufgeben? Nein, er kann sich befreien. Noch keine Entscheidung hier. Oh, Pillykick. Und jetzt geht es wieder hoch. Kommt jetzt der Frog Splash. Er kommt. Die Knie sind um. Wieder gelingt hier eine dicke Diving-Aktion nicht. Es soll einfach nicht so sein. Schulterblock. Oh, oh, Garcia feiert. Merkt den Wechsel nicht. Jetzt gibt's Probleme. Oh, kann da aber trotzdem noch ausweichen. Oh, der Amazing Black sieht immer noch schlimm aus am Kopf. Oh, wird auf der Ecke raufgesetzt. Aber keine Chance. Wird abgewehrt. Schön macht Amazing Black das, nimmt ihn hier auf die Schulter. Und er macht weiter, er kämpft hier für Best Friends United. Und jetzt Full Nelson, der Full Nelson ist angesetzt. Wird aber unterbrochen. Coverversuch. Eins. Ah, da sieht mir der Amazing Black ein bisschen verwirrt aus, vielleicht. Doch zu viel am Kopf abbekommen. Jetzt die Möglichkeit für Amazing Black das Match zu beenden, aber er springt ins Leere. Crossbody. Weiß Amazing Black überhaupt noch, wo er ist? Anscheinend schon, denn er wehrt sich. Nimmt den Gegner wieder hoch. Oh, was für ein Hin und Her. Amazing Black rettet sich da irgendwie in die Ecke. Will so viel Abstand wie möglich von ein Garcia. Ja, Garcia.
feiert sich. Doch warum? Warum lässt sich ein Garcia da so feiern? Der hat das Match noch gar nicht gewonnen. Warum? So viele Fragen und keiner weiß, was da eigentlich los ist. Jetzt der Wechsel. Mason Black kommt wieder auf die Beine. Und schnappt sich hier den Drago. Kann jetzt wieder wechseln. Kann ein Tiger Ronnie hier was bringen, was dieses Match beenden könnte. Ab in die Ringecke. Und jetzt wieder 10 Punches. 1, 2, 3. Nein. Das ging nicht weit. Das ging nicht gut. Und Drago zeigt dir wieder einen Inverted DDT. Jetzt macht ein Drago das auch gut. Schöne Kombination. Und hier erst. Ah, jetzt der Snap Sleeper am Seil. Wir sehen ein Suplex. Und wieder der Wechsel. Oh oh. Garcia ist da für seinen Fireman's Carry. Spinebuster, aber kein Gelingen. Simone Drop. Ein Tiger Ronnie weiß doch, wie man da rauskommt. Der Wechsel. Jetzt ist er gefundenes Fressen für eine Amazing Black. Kommt angerannt. Aber rennt eine C4. Aber da wollte der Amazing Black eine harte Aktion zeigen. Es geht hoch für den Queen Suplex. Facebuster. Manche kennen diese Aktion auch unter dem Begriff Electric Share Drop. Cover 1, 2. Amazing Black kommt noch raus. Drago und Tiger Ronnie prallen da aufeinander. Crossbody. Jetzt muss Amazing Black wieder lange überlegen, damit dieses Match hier nicht verloren geht. Es geht ins Seil. Und ein Garcia wird rausgeworfen. Vielleicht war das jetzt die Entscheidung. Vielleicht ist ein Garcia jetzt so doll geschwächt. Nein, schaut euch das an. Zeigt er noch einen Headbutt. Cover. 1, 2 und... Was? Drago unterbindet das Cover? Oh! Was war das denn? Und jetzt kommt er. Jetzt kommt der Finisher. Fireman's Carry Spinebuster. Cover hinterher. 1, 2 und 3. Nein! Amazing Black kam da noch irgendwie raus. Das ist heftig. Und jetzt vielleicht die Chance für eine Amazing Black. Fireman's Carry Spinebuster hat es nicht beendet. Vielleicht diese Full Nelson Bomb wird angesetzt. Nein, das ist der Full Nelson. Ah, es war knapp, aber Drago befreit. Drago fliegt nach draußen. Genauso wie ein Tiger Ronnie. Jetzt für Amazing Black die Chance. Kann er hier was Tolles zeigen? Wird hochgenommen. Küsst die Ringecke. Das ist doch jetzt die Chance, das Match zu beenden. Egal für wen. Beide wurden hier ausgeschalten. Oh, Full Nelson. Full Nelson. Aber da wurde gleich wieder losgelassen. Jetzt das Cover. 1, 2 und... Oh, das ist so knapp. Der Full Nelson bringt dir nicht
den Unterschied. Aber jetzt nochmal Protect Your Neck. Vielleicht ist das die Entscheidung. Oh, das Ding sitzt. 1, 2 und 3. Was für eine langgeschobene, gezogene Schlacht. Ah, viele gute Aktionen bei. Viele What the fuck Momente. Aber hey, die Best Friends United haben es geschafft, mal wieder einen Sieg zu erringen. Und Amazing Black, der sieht so kaputt aus. Aber sie haben es geschafft, sie haben das gemacht. Und damit war's das mit unserem Tag Team Match. Da haben sie das Ruder noch einmal rumbekommen. So. Ich habe noch ein Match für euch. Ne? Wir sind noch nicht durch. Ich habe dann noch was für euch. Und im Main Event stehen heute mal unsere Knockouts. Zwei Diven, die sich für höhere Matches qualifizieren wollen. Wir haben noch irgendwann in naher Zukunft ein Titelmatch. Das Rückmatch von Fixilla gegen Kim Kulbe. Aber danach heißt es ja auch wieder, wir brauchen einen Hauptherausforderer. Und genau das wird jetzt entschieden. Wer wird in Zukunft ein Titelmatch für den Knockout Championship kriegen? Ich sage euch, das wird in diesem Match entschieden. Komme, was wolle. Und ja, wir hören Musik, wir sehen Nebel, es ist dunkel. Es kommt die Prinzessin der Dunkelheit, Ashley. Ein Teil der Ministry of Darkness. Diese Dame gehört zum Ministry of Darkness, welche ja die Tag Team Titel bei sich halten und den No Disqualification Championship in sich verinnerlicht haben. Seitdem ist es ziemlich dunkel in der GCW und auch Ashley repräsentiert natürlich ihr Tag Team in Perfektion. Falls ihr sehen wollt, was in der Vergangenheit passiert ist, wie die Titel gewechselt sind, wer einen Titel davor hatte, da oben haben wir unseren YouTube-Kanal. Dort gibt es natürlich alle älteren Sachen, die könnt ihr euch da angucken. Kommen wir jetzt aber zu dem Gegner von Ashley. Denn diese Dame, sie kennen wir, die kennen wir, die hatte auch mal einen Titel. Sie hatte auch mal Kim Kulbe besiegt, wurde dann Woman Champion der GCW. Zu der damaligen Zeit hieß das noch der GCW Women Championship. Jetzt sind unsere Diven die Knockouts. Da geht es dann um den Knockout Championship. Damit ihr auch Bescheid wisst. Und wer immer hier jetzt gewinnen mag, wird in naher Zukunft gegen entweder Kim Kulbe oder gegen Freakzilla um den GCW Knockout Champion kämpfen. Schauen wir, wer es ist. Ein Tritt, noch ein Tritt, aber der geht ins Leere. Ashley, gut ausgewichen. Und jetzt heißt es nachsetzen. Es geht in die Ringecke. Und ja, Ashley, ja, benutzt die Umgebung. Setzt jetzt hier einen Snap-Suplex an, der geht auch durch. Wenn er so schnell gezogen ist, da kannst du wenig machen. Aber natürlich bleibt der Schaden auch im Rahmen, weil du das Ding nicht ordentlich aushebst. Und ja, Ashley hat einen guten Start hier, dominiert ihre Gegnerin, geht jetzt aufs dritte Seil, was kann sie uns denn da zeigen? Splash, mit einem Cover hinterher, 1, 2, nein. Ashley, du kannst das nicht so schnell machen, aber das ist doch mal eine schöne Kombination an Aktionen.
Und ja, jeder Versuch einer Beautiful Blue wird hier unterbunden. Aber nicht dieser Hurricane Runner. Und jetzt Springboard. Stanton. Aber Ashley rollt zur Seite. Und was sehen wir? Legdrop geht auch daneben. Beide haben wieder hier ihr Face-Off. Clothesline von Ashley. Und jetzt dieser Dropkick. Aber nicht hochgesprungen, nein, da kannst du mit deinen Armen blocken, was du willst. Das Ding geht gegens Knie und damit wird auch eine Ashley zu Boden gebracht. Beautiful Blue geht jetzt aufs dritte Seil, dreht sich um für den Phoenix Splash. Eine harte Aktion. Oh, Whippersnapper. Cover, natürlich. Nach so einer Aktion kann das Match auch mal vorbei sein. 1, 2 und... Ah, sie kommt der 3 ein Stückchen näher. So, Lockup. Eine Ashley wird hier positioniert. Ins Seil geworfen. Und oh, da springt sie einfach hinterher. Sie schmeißt einfach ihren Körper da rein. Und jetzt kommt der Bluest Mut und Ever ja trüft. Das Cover. 1, 2 und Ashley kommt da noch raus. Ja, das ist knapp gewesen. Wieder trifft der Send nicht. Da hat er eine Beautiful Blue vielleicht in dieser Aktion abhalten. Das gibt dir natürlich jetzt für Ashley die Chance, die uns jetzt hier einen Straight Jacket Neckbreaker zeigt. Legdrop hinterher. Ja, die sagst du, hast du vom Lord of Nightmare gelernt. 1. Du bist so 1. Ja, so weit ist Ashley. Und so weit ist Beautiful Blue. Butt Splash. Und jetzt geht es hoch. Was kann uns ein Ashley da zeigen? Ein Headbutt. Eine richtig dicke Aktion. Aber mehr lässt sich Beautiful Blue hier nicht gefallen. Tritt. Geht aufs zweite Seil. Ashley soll jetzt aufstehen. Steht aber auch sehr nah dran. Er wird weggetreten. Crossbody wird abgefangen. Body Slam. Schön gemacht. Was für ein Konter. Jetzt der Coverversuch. Überraschend. Reicht das? Nein. Das reicht hier noch nicht. Eine Beautiful Blue hat hier noch Kräfte, die sie mobilisieren kann. Float over. DDT. Und sie nimmt sich gleich Ashley. Sie will gleich mehr zeigen. Oh, Head Caesar Facebuster. Was sie für Aktion auspackt. Wie sie hier eine Ashley einfach dominiert. Und dann gleich wieder hochgenommen. Vorbereitet für die nächste Aktion. In dem Fireman Scary wird sie da einfach in die Ecke reingeschmissen. Und auch das hier wieder ein Guillotine Leg Drop. Wer soll denn bitte schon diese Dame aufhalten? Jetzt geht sie wieder hoch. Kommt jetzt der zweite Bluest Moonsault Ever oder der Phoenix Blast? Der Bluest Moonsault Ever, aber die Knie sind oben. Also Ashley, wenn du jetzt eine Chance brauchst, um zu gewinnen, das hier ist deine Chance. Gegner wird am Seil platziert und wir sehen jetzt den Swinging Neckbreaker mit Unterstützung vom Seil, das Ding trifft. Cover hinterher, das könnte es gewesen sein. 1, 2 und nein, sie kickt raus. Sie kickt da raus. Aber jetzt soll der nächste kommen. Der Fisherman Swinging Neckbreaker, er sitzt, geht durch, das Cover hinterher, das könnte es gewesen sein. 1, 2 und 3, nein, sie kickt wieder raus. Und jetzt versucht sie nochmal alles aus sich rauszuholen, Whippersnapper. Das Cover, 1, 2 und 3.
Und es hat für Ashley nicht gereicht. Eine Beautiful Blue hat sich hier durchgesetzt. Dabei sah es so gut aus für eine Ashley, aber er konnte damit rechnen, dass sie da am Ende nochmal rauskommt. Da sind wir die eine Variante. Und okay, die zweite Variante sehen wir nicht mehr. Aber Beautiful Blue macht das Ding. Gewinnt hier gegen Ashley und sie wird bald ein Titelmatch haben. Und Leute, damit war es German CW Wrestling, unsere Hausshow. Sie ist vorbei. Und was soll ich sagen? Hat mir sehr gefallen. Wir hatten wunderschöne 80 Minuten. Die Show war eigentlich fast perfekt. Das freut mich denn immer, weil wir hatten auch schon Shows, die überhaupt nicht liefen. So ist ganz geil. Oh, die hier war wirklich super und auch das ihr da wart, war super. Deswegen bedanke ich mich als erstes bei euch. Hat mir mal wieder echt gute Laune gebracht, nach der Arbeit das noch mit euch zu machen. Und ich freue mich dann auch auf den nächsten Stream. Deswegen Verabschiedung, ne? Haut da rein. Bis zum nächsten Mal, wenn German CW Wrestling wieder ihre Superstars antreten lässt, um euch zu unterhalten. Falls ihr Wrestler einreichen wollt, ne? Kontaktmöglichkeiten sind oben gegeben. Falls ihr alte Shows ansehen wollt, YouTube-Kanal ist oben gegeben. Und habt auch nach diesem Stream gute Laune. Haut da rein!